Einen wunderschönen wünsche ich euch und willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby Challenge. In der Zwischenzeit ist der Handwerker da gewesen, genau. Hat uns Geld gekostet, aber safe is safe. Das Kind schreit immer noch, aber wir sind schon dabei, uns um die Kinder zu kümmern. Sarah muss in circa einer Stunde auf Arbeit sein. Oh, guck mal. Oh. Sehr schön, sie hat's geschafft. Dann kannst du aufhören, bitte, damit. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Eden... Ja. Mach jetzt. Oh, jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Was denn los? Üble Sache. Marco ist krank geworden, hat sich im Flur vor den Augen der anderen Schüler übergeben. Er ist jetzt bei der Krankenschwester. Mein Kind muss sorgfältig untersucht werden. Post holen. Sarah muss dann gleich arbeiten gehen. Ich hoffe, dass sie befördert wird, weil im Prinzip sieht es bei ihr ja ganz gut aus. Ausgezeichnet, also das ist voll. Sie hat hier alles voll, ist abgeschlossen, Tagesaufgabe. Wo rennst denn du hin? Sag mal, ernsthaft? Mit der Kirche ums Dorf. Was machst du denn da? Ach so, macht man das heutzutage. Okay. Ach, es ist Ruhe oben. Das ist schön. Nee, noch nicht ganz. Warte, irgendeiner hat dann hier schon wieder die Windeln voll. Oh, ein Geplärre. Kann ich ja wieder raus. Achso, sie muss arbeiten. Aha. Naja, da könntest du eigentlich mal ein bisschen jäten. Achso, erstmal die Post holen. Hab ich vergessen. Naja, jetzt halt erstmal Post holen. Why not? Was ordentliches drin? Ein Brief aus dem Briefkasten geholt. Sag was bei der Arbeit. Oh. Spielzeug, okay. Für die Zwinkelinge. Ja, das tun wir gleich mal hier mit rein, das Spielzeug. Bamsi. Und Bamsi. So, sah Elisa, jetzt hast du wieder Zeit für dich alleine. Es ist keiner zu Hause, außer deine Zwillinge. So, ist jetzt Ruhe? Ruhe. Muss sich erstmal hier jemand um den Haushalt kümmern. Da Sarah ja der Meinung ist, arbeiten zu gehen, bevor sie fertig ist, müssen wir ein bisschen selber anfassen. Ist auch gar nicht so schlimm, wenn Sarah dann nämlich ausziehen sollte, dass sie selber die Gartenfähigkeit erwirbt. Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Naja. Ein macht es, ne? So, Lisa. Mittagspause. Sarah hat etwa 30 Minuten Mittagspause. Wie soll sie sie verbringen? Ins Fitnessstudio gehen. Blogs nach Karriere. Ratschlagen. Nee, ins Fitnessstudio. Sarah verlässt den Arbeitsplatz, um ein bisschen Sport zu treiben und erntet die Früchte einer effektiv genutzten Mittagspause. Das Training hat Sarah entspannt und sie macht ihre Arbeit jetzt noch besser. Leistungsverbesserung klein, Fitness 480. Okay. So, dann kannst du eigentlich... Okay, Pflanze braucht kein Wasser.
Aber du kannst hier mal pflanzen, bitte. Hin, die sind ja. Oh nein, hier schreit ein Kind. Ja, ich komme ja schon. Ist die eigentlich so? Sommer und Herbst. Naja. Ja, ja, Mutti kommt schon. Dann kann sie mal das Gemälde weitermachen. Und die Kinder kommen gleich nach Hause. Um Gottes Willen, gleich geht's los. Ooh, your mama. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Mit dir, Nirisch? Bist du hässlich? So, und dann tust du mal bitte hier aufräumen. Wo jetzt? Jetzt war ja. Die Fenster sind da. So, wir fangen mal an hier. Ach du Scheiße. So, du gehst erstmal eine Runde spielen. Machen wir es das hier. Du kannst gleich deine Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Du brauchst Spaß. Gekränkt. Oh. Armes Mäuschen. So, du gehst ganz dringend erstmal in die Wanne. Bad nehmen. Baden, baden, baden. Du brauchst auch ein bisschen Spaß. Kannst du hier spielen. Obwohl, nee, warte mal, macht das nicht auch Spaß bei Kindern? Üben. Und du kannst deine Hausaufgaben machen. Dir geht's gut. Und Schnuckipu braucht auch ein bisschen Spaß. Dann machst du das bitte. So. Los geht's. Ach, das. So, dann tust du gleich mal bitte Mittagessen servieren. Heute gibt's was auch immer das ist. Mach einfach. Sehr schön. Macht das Spaß? Ja. Oh. Was ist das denn? 100. Du hast einen. Wir adoptieren keinen Hund, Hasi. Hasi, wir nicht adoptieren Hunde. So, und dann hast du Hunger. Naja, Zimu, die macht ja schon. Sieht gut aus, alle haben so was zu tun. Lebensstil gewonnen, Mike hat den Gesellschaft freigeschalten, okay. So, stopp. Du bist fertig mit Baden? Dann kannst du trotzdem erstmal deine Hausaufgaben bitte machen. Das Essen ist nämlich noch nicht fertig. Das Zimmer werde ich dann noch ein bisschen umgestalten. Bloß ein bisschen, nicht viel, damit hier zwei Betten hin können. Dann kriegen das nämlich gleich die Zwillinge. Oh,
Wann kommt eigentlich Sarah von Arbeit? Wie Feinschmecker war das? 19 Uhr. Hm? So, Schätzlein. Jetzt gucken wir mal. Du gehst jetzt bitte erstmal auf Toilette und tust dann spülen, weil du Sau machst das nämlich ungern. Dann kannst du dir ein Gericht nehmen und dann machst du deine Hausaufgaben. Und wenn du dann fertig bist, tust du das aufräumen. Du bist noch bei den Hausaufgaben. Darfst du dann bitte auch was essen? Du sollst doch aufhören mit Spielen, ne? So, du, ich habe vibriert. Ach so, ich soll aufstehen und was machen. Ja, jetzt nicht. So. Oh Gott. Wir brauchen erstmal für dich Körperpflege. Körper, nee. Hautpflege. Nein, wir cheaten nicht. Wir geben Geld aus. Du brauchst jetzt keinen Tischdecken. Du kannst dir aber was zu essen nehmen. Bitte. Ein Gericht nehmen. Und dann tust du bitte deine Hausaufgaben machen. Und das tust du dann bitte... Naja, gut. Wir haben keine Spitzerkiste, ne? Ah, okay. So. Next one. Hat Hunger, ist noch bei den Hausaufgaben, kann danach aber was essen. Du musst auch bitte auf, holst dir was zu essen und danach machst du bitte deine Hausaufgaben. Du hast auch Hunger, darfst du. Und danach tust du die Zusatzaufgaben noch machen. Du gehst auf Toilette. Dann gehst du duschen. Dann tust du was essen. Und dann machst du deine Hausaufgaben. So. Du gehst jetzt hoch und tust dein Bild verkaufen. Und dann tust du Videobestand ansehen, Übergänge hinzufügen. So. Oh je, guckt euch mal Nadine an. Die hat überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Müssten jetzt eigentlich erstmal alle versorgt sein, ne? Ach, hier, guck mal. Michelle. Auch kannst du machen, ja. Der Herr ist auch. Ach so. Er hat ja nicht hysterisch, du bist doch Teenager. Du zählst da nicht in meine Rechnung sonst. Klingelt das Telefon? Nein. Danke. So, bist du jetzt fertig? Wenn du aber was Hysterisches machst, ist das Kacke. Du kannst das bitte wegwerfen. Oh, halt. Schmeiß das weg. Das ist professioneller. So. Dann tun wir... Okay, ich komme erstmal hoch. Füttern, liebkosen, hüpfen, reden. Ja, danke. Danke, danke, danke. So, du machst noch Hausaufgaben. Du räumst das jetzt auf. Um Rat bitten, ne? Das kannst du machen. Stopp. Jawohl. Neue Kleider. Mittwoch 14 Uhr. Sie hat jetzt... Ach, heute ist Dienstag. Okay, also morgen. Montag und Dienstag hat sie frei. Montag und Donnerstag. Verdient jetzt 11 Simoleons. Mehr pro Stunde, also
39 Simoleons. Hat 198 Simoleons. Bonus gekriegt und neue Kleider. Okay, was muss denn mein Sarahlein jetzt machen? Oh Gott, was ist mit der Nierisch? Charisma. Na ja, gut. Wo bist denn du? Ach, dort? Nee. Sarah? Ach, da hinten. Oh Gott, sie weint. Du darfst erstmal dir ein Bad nehmen. Du kannst dir auch ein Entspannungsbad. Milch, ja? Oh, das geht auch. Und dann darfst du auch mal eine Runde daddeln. Obwohl, eigentlich dattelt sie nicht so gerne. Lieber ein Buch lesen? Lieber lesen. Oh, lies doch einfach irgendwas. So, du spielen. Hä? Du könntest eigentlich mal deine Zusatzaufgaben machen, bitte. So, du musst aufs Klo. Das können wir dann gleich machen. Und dann kannst du auch gleich duschen gehen, Schatzelein. Was ist denn mit deinen Hausaufgaben? Schmutzige Windeln wechseln. So, jetzt sind wir bei dir. Du machst Hausaufgaben. Du machst Hausaufgaben. Danach musst du aufs Klo. Jetzt schreien sie Bäder. Füttern. Kosen, hüpfen. Hallo. Immer mit der Ruhe. So, dir geht's gut, du bist fertig, dann kannst du eigentlich in dein Bett gehen und schlafen. Mareike ist auch fertig, wie sieht's aus mit Zusatzaufgaben? Nee, Hausaufgaben mit links erledigen, also Fräulein, so nicht. Dein Bruder hat die Zusatzaufgaben fertig. Autoritäten vorzustellen, oh Gott, das will. Pack deine Hausaufgaben ein. Was machst denn du jetzt? Soll ich die jetzt einschicken? Ja. Muss aufs Klo. Und dann brauche noch ein bisschen Spaß. Und dann geht er ins Bett. Hey, hallo. So. Und du, Schätzelein, rufst jetzt mal deinen neuen Traummann an. Oh, ist das ein Theater, ja. Einladen. Mal sehen, ob das gleich klappt. Wird gleich da sein. Da ist er schon. Und sofort ist er kokett. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Kompliment über Kunst machen. So. So, ich muss mal kurz hier zwischendurch Pause machen. Das wird nämlich gerade ein bisschen hektisch. Sie ist fertig. Das heißt, sie ist müde. Ich nehme einfach das Bett. Ach nee, ins Bett bringen. Nein. Bett zuweisen, das ist jetzt dein Bett. So, schlafen. Michelle ist auch fertig. Michelle, warum ist sie denn hier? Dann tu dich mal hier ein bisschen unterhalten. Oh.
Shooks. Torky Nuba. Jay-Baisy. Pleros. Gazo. Zorda. Shimmy Baye. Dabo. So, Mareike ist fertig mit den Hausaufgaben. Mareike kann ins Bett gehen. Mareike, ihr Bett ist das. Nein, ist das. Wo ist denn der jetzt? Achso, der soll noch ein bisschen Schach spielen, genau. Gut. Dann kommt hier langsam wieder Ruhe rein in die Buchte. Wenn du dann kannst du dann auch in dein Bett gehen. Chilo Panive Baima. Binfahat. So, na gut. Dann nehme ich das gleich als Überleitung und würde den Part an dieser Stelle beenden. Es ist jetzt etwas hektisch geworden. Aber nichtsdestotrotz, wir pendeln gerade mit dem nächsten Mann an. Die Kinder machen ihre Hausaufgaben fleißig. Sarah wurde befördert. Die ersten Zwillinge sind da. Also die neuen Zwillinge sind da. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich den Part beenden, was ich schon gesagt habe, und freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge, die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin, ciao!